Einen wunderschönen guten Abend aus Costa della Calma. Ich verbinde einen kleinen Besuch hier in der Bucht mit aktuellen wichtigen News. Es gibt zwei News, auf die ich mich konzentrieren möchte. Zum einen werde ich gleich einmal zum Chiringuito schauen, was ja geschlossen wurde im letzten Jahr und der Pachtvertrag war ausgelaufen. Zunächst konnte keine Einigung erzielt werden. Jetzt werden wir da einmal runterschauen. Mal gucken, was dort los ist. Die zweite News, die betreffen nicht nur die Costa della Calma Urlauber, sondern die betreffen ganz Mallorca. Das sind die aktuellen Streiks, die es gibt. Nicht auf Mallorca selber, aber in Ländern, die überflogen werden müssen oder von denen geflogen werden muss oder soll. Ja, zum einen Fluglotsenstreik in Frankreich, das ist ziemlich sporadisch. Ich kann nicht ganz sagen, wie das technisch abläuft. Auf jeden Fall, wenn die dort streiken, gibt es dort Bereiche, wo dann nicht drüber geflogen werden kann und darf. Sehr ärgerlich für alle, die dann hierher wollen und pünktlich landen wollen. Genauso diejenigen, die dann ihren Urlaub beendet haben und mit einer festen Zeit rechnen, zu der sie wieder zu Hause sein möchten. Also das zum einen. Bei Frankreich ist man sich da nicht so ganz sicher, wie oft das noch vorkommen mag. Also das kann schon häufiger noch vorkommen. Ja, die weiteren Streiks, über die wir sprechen müssen, die betreffen den Donnerstag und den Freitag dieser Woche. Wir sind ja jetzt heute am Mittwoch, Mittwochabend, und der Donnerstag naht. Ja, besonders dramatisch, genau zum Wochenende, wo einige ihren Urlaub starten oder was auch immer der Grund sein mag für die Reise nach Mallorca, sind ja auch einige, die pendeln und hier wohnen. Und da werden die Flughäfen, wir fangen mal im Norden an, von Hamburg bestreikt, mal wieder der Der Köln-Bonner Flughafen wird bestreikt, einer der größten von Nordrhein-Westfalen, und noch größer ist Düsseldorf. Diese drei Flughäfen werden zunächst bestreikt. Dazu kommt am Freitag noch ein Bahnstreik. Wie man weiß, fangen die auch meistens vorher an. Und bis es dann alles wieder funktioniert, dauert es ja auch noch immer. Manchmal Stunden, manchmal noch mehr als Stunden. Doch bevor ich darüber weiter spreche, zeige ich hier mal das Chiringuito, und das ist seit einiger Zeit wieder geöffnet. Hurra! Es geht hier weiter, und das mit dem gleichen Team, was auch die letzten Jahre hier erfolgreich und gut diese wunderschöne Felsenbucht in Costa della Calma bewirtschaftet hat. Denen obliegt hier das ganze Anwesen, die sind verantwortlich dafür und machen das in hervorragender Art und Weise. Sie stellen nicht nur die Schirme auf, sie halten auch sauber, vermieten die Liegen und die Schirme natürlich auch. Sie stellen hier ein WC auf, was benutzt werden kann, auch von den nicht zahlenden Gästen. Und da muss man mal den Hut vorziehen. Die regen sich nicht darüber auf, wenn hier mal jemand nur sein Handtuch ausbreitet und seine Getränke und Snacks mitbringt. Dennoch mein Appell an alle, damit das hier auch gut funktionieren kann. Es ist ja nicht so überlaufen hier, also die Frequenz ist nicht so hoch wie an anderen Orten. Dementsprechend ist der Erholungsfaktor natürlich auch einigermaßen. Gerne hier die Leute vom Chiringuito unterstützen. Das sind Spanier, die sprechen auch nur Spanisch und Englisch, also mit Deutsch kommst du hier nicht weit. Aber ein Kaffee con leche, ein Cerveza oder Aquacongas, das kannst du dir immer bestellen hier. Und auch alles andere. Es gibt in der Regel Oliven und Schinken und so weiter. Eis. Also, die haben ja einiges im Angebot. Gerne unterstützen. Alle freuen sich, die das hier die nächsten Jahre weiter nutzen möchten.
Und ja, hier wird immer was gemacht. Die Route betrieb nie und man kann das nachverfolgen. Wer diese Bucht schon eine Weile kennt, der sieht, wie sich das hier verändert und mit zunehmender Zeit natürlich immer zum Positiven. Man kann hier wunderschön baden. Aktuell haben wir hier noch 21 Grad heute Abend tatsächlich und die Wassertemperatur ist hier vorne 18 Grad, weiter draußen auf dem Meer wird es doch ein wenig kühler, aber wer es mag bei 18 Grad, der kann sich hier sanft ins Wasser gleiten lassen. Vorsicht mit Sprengen, hier sind überall Felsen, hier geht es auch mal tief rein, aber hier kann es auch mal ganz flach sein und man kann böse aufkommen, also erhöhte Vorsicht ist hier geboten. Ja, damit komme ich nochmal zurück zu den Streiks. Ich bin häufig gefragt von, was mache ich denn, das und das steht an. Du hast einfach nicht als Mallorca-Urlauber und auch wo immer man immer hinfliegen mag, die Sicherheit, dass einen das nicht trifft. Vor kurzem habe ich es am eigenen Leibe erlebt. Ja, hier, da muss ich mal zeigen, da drüben Santa Ponsa, es wird immer weiter gebaut. Da steht wieder Kran an Kran. Ja, du hast halt nicht die Sicherheit, dass das alles hier immer zügig vonstatten geht, wie man sich das wünscht. Insbesondere natürlich dort, wo man sehr streikfreudig ist. Wenn du über Frankreich fliegen musst, kannst du immer mal betroffen sein. Und das Sicherheitspersonal gibt nicht nach. Ob jetzt kurzfristig eine Einigung erzielt werden kann, man will sich am Montag wieder zusammensetzen. Das steht noch in den Sternen und das hat natürlich auch zur Folge, dass es eine Kettenreaktion gibt. Andere möchten dann auch mehr Geld, andere brauchen das Geld auch, um klarzukommen bei den gestiegenen Kosten. Wir alle hoffen, dass es da zu einer guten Einigung kommt und wir alle am Ende davon einigermaßen noch profitieren und halt auch glimpflich davon kommen. Mehr kann man zu diesem Thema eigentlich nicht sagen. Ich kann auch keine Empfehlung abgeben, ob es Sinn macht, seinen Flug dann zu verschieben. Oftmals trifft dann das gar ganz unvorbereitet und dann, wenn diese Flüge abgesagt werden oder diese Tage gestreikt werden, dann gehen auch die Flugpreise hoch. Langfristig buchen ist schon richtig. Familien haben nicht so die Möglichkeit, in den Ferienzeiten umzubuchen. Das geht halt nicht und mit mehreren Leuten ist es dann auch schwierig. Mir ist gerade ein Fall bekannt worden, da wollte eine ganze Frauengruppe nach Mallorca fliegen. Die sind tatsächlich gescheitert, das ganze Geld war futsch. Die waren eine Woche für Alcudia, haben die gebucht und 5 Mädels konnten ihr Geld vergessen. Kein Mallorca, keine Erholung, kein schöner Frühjahrstrip hierher auf diese wunderschöne Insel. Ja. Und zu guter Letzt kann ich auch noch sagen, es wurde vor ein paar Tagen von einer mallorquinischen Zeitung berichtet, dass es hier auf Mallorca am Son San Juan Flughafen zu langen Wartezeiten kam. Das mag in Einzelfällen mal passieren, aber es ist nicht die Regel. Hier geht das wirklich ruckzuck, hier ist man immer gut vorbereitet und hier macht man einen richtig tollen Job am Flughafen in Palma de Mallorca. Hier zeige ich nochmal das Chiringuito von hier unten. Da oben ist eine tolle Wohnanlage mit 30, 40 Häuschen, die da so im Rondell stehen, wo sich Leute um die ganze Anlage kümmern und man da entspannt seinen Alltag verbringen kann, seinen Urlaubsalltag. Das sind aber alles feste Mieter oder Käufer dort. Ja, hier sind die meisten schon abgezogen, die Fahnen hängen noch, die sind übrigens neu in diesem Jahr, das gab es hier die letzten Jahre nicht. Auch hier kann man jetzt die bekannten Fahnen hissen, ob das hier gerade auf grün steht, so wie jetzt wahrscheinlich. Jetzt kann ich hier bedenkenlos rein ins Wasser oder auf rot oder wie auch immer die Farbe gerade sein könnte. Das Wasser hier klar und sauber. Da eben, wie ich schon sagte, da drüben ist Santa Ponsa. Ja, dann kümmere ich mich jetzt noch mal ein bisschen hier um diesen Ort.
wer hier keine Gelegenheit herzukommen mit dem PKW von Santa Ponsa aus, die kürzeste Strecke ungefähr vom Zentrum oder am Rand des Zentrums geht man hierher 20 Minuten, flotte Gehminuten, und am Tage nach Pagera kann man durch das Wäldchen gehen, das ist der kürzeste Weg von La Romana aus. Dafür braucht man ungefähr auch 20 Minuten. Wenn man dann den Abend hier nutzt, so wie ich jetzt, und hier bis in die Dunkelheit bleibt, dann sollte man tunlichst nicht mehr durch den Wald gehen, weil der Weg ist ziemlich uneben und dort kann man sich böse verletzen, also umknicken, weil dort immer wieder Steine liegen, tiefe Löcher sein können. Vorsicht, dann müsste man den Weg an der MA1 gehen, der ist gut ausgebaut, ist aber länger. Man muss erst einmal Richtung MA1 von hier gehen. Das sind gute 10 bis 15 Minuten und dann von dort aus nach Pagera nochmal 15 bis 20 Minuten den Fußmarsch an der MA1 und an La Romana nachher vorbei, dort wo das Rancho ist auch. Quert man einmal die Autovia und dann kommt man beim Kreiseln La Romana wieder heraus. Hier zeige ich nochmal das ganze Areal, was so echt toll gepflegt wird hier. Wie gesagt, abends kommen hier die Leute her, die Spanier, die bringen nur Decken mit, viel ihren eigenen Krimskrams, lassen sich hier nieder und feiern hier, bis die Sonne verschwindet am Horizont. Das tut sie hier in der Regel blutrot. Noch hier ein wunderschönes Blau. Ist das nicht schön? Und dann die schöne Meer da unten. Oh Mann, ich sabbel mich hier kaputt. Ich hoffe, ich rede nicht zu viel. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr lieber diesen Moment genießen wollt oder ob ich auch mal still sein soll. Es ist ja verbunden mit den News und deswegen ist der Redeanteil jetzt ein bisschen höher. Ich muss ehrlich zugeben, ich würde auch lieber mehr genießen, wenn es nach mir ginge. Ansonsten lasst ihr das ganze Video einfach nochmal laufen, dreht den Ton weg, lasst eine schöne spanische Musik dahinter laufen und ja, und träumt dann von Mallorca, die Sehnsuchtsinsel. Ja, drüben die sehen wir die Spitze noch von Calafonels. Da geht es rüber nach Pagera und da sehen wir nichts mehr. Über den Berg hier, das ist alles Costa de la Calma. Ja, die Zäune werden hier regelmäßig erneuert und in Gang gehalten, alles dient ja auch der Sicherheit. Bis hier oben werden die Liegen aufgestellt und relativ gut betreut von dem Personal hier. Da hinten ist noch eine Hotelbucht, dort sieht der Strand nicht mehr so schön aus, kann nicht sagen, weil wieder hergerichtet wird die letzten 2-3 Jahre. Gab es dort Sandabspülung, so kann man glaube ich sagen, wurde der Sand ins Meer gezogen und Massen von Seegras wurden dort aufgeschichtet bis zu 2 Meter hoch. Wahnsinn. Hier ist die Seegrasmanufaktur Costa de la Calma. Da oben ist alles privat, kleine Häuschen. Ja, ich denke, ich habe dir soweit zu der Bucht alles gesagt. Ich werde jetzt nochmal auf die andere Seite gehen. Wunderschön, dort gibt es noch ein ruhigeres Plätzchen. Wir werden diesen Moment einmal genießen. Hier nochmal der kurze Blick zurück. Y después para volver.
Übrigens werden auch die Abfallbehälter hier von dem Personal aufgestellt vom Chiringuito. Da ganz hinten, in rechts rein, ich bin jetzt mal ein Stück näher, da ist noch so eine kleine Bucht, die habe ich schon mal separat vorgestellt. Vorgestellt habe ich auch vor kurzem mal, als hier die Wellen bis oben rauf schlugen, 5-6 Meter hoch an die Küste. Falls ihr das Video verpasst habt und das gerne nochmal sehen möchtet, schaut mal in den Videos auf Georgies Kanal nach. Wer das verpasst hat, hat wahrscheinlich den Fehler gemacht und den Kanal nicht abonniert. Solltet ihr diesen Fehler korrigieren wollen, drückt doch bitte die Abo-Taste, ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr die Glocke drückt, dann erhaltet ihr meine kostenlose Info. Das ist kostenlos, wirklich kostenlos. Ihr müsst kein Geld ausgeben. Ich habe eigentlich vom Abo nichts. Mittlerweile sind die Regeln so, dass man davon nichts hat. Aber ihr tut trotzdem mir einen Gefallen. Wenn ihr es tut, dann sehe ich, dass ich nicht ganz umsonst rede, nämlich, dass mir viele Leute folgen und auch, ja, die Informationen, die es hier gibt, sind hoffentlich nicht die schlechtesten, sodass ihr damit nicht zu sparsam sein solltet, denn, wie gesagt, euch entstehen gar keine Kosten. Hier, zu guter Letzt, zeige ich noch diese schöne kleine Bucht. Leider ist hier auch hier der Sand abgetragen worden. Das Meer hat sich zurückgeholt, was ihm gehört. Und übrig geblieben sind Kieselsteine, mal größer, mal kleiner. Und natürlich auch hier wurde viel Seegras angeschwemmt. Dennoch ein traumhafter Platz. Hier in Costa della Calma. Für heute genug geredet, genug News. Ich hoffe, Costa della Calma hat euch gefallen. Kommt mal hierher. Ich verabschiede mich, sage Tschüss, Adios und Bye Bye. Bis zum nächsten Mal auf Georgies Kanal. Und nicht vergessen, immer wieder den Daumen nach oben da lassen. Und Super Thanks dafür. Vielen, vielen Dank. Ihr seid die Besten. Servus, euer Jörg.